Mei, oh mei, oh mei, oh mei. Dies läuft aber schon überhaupt nicht gut. Und ihr habt gesagt, ihr hättet eine Lösung dafür, oder was? Ja. Ich glaube schon. Das geht bestimmt. Eigentlich müssen wir nur alle gemeinsam schnell und konsequent die CO2-Emissionen stoppen und auf erneuerbare Energien umsteigen. Das Potenzial und die Technik dafür sind ja eigentlich schon vorhanden. Wir müssen gar keine Kohle verbrennen, um Energie zu erzeugen. Die Sonne liefert jeden Tag 10.000 Mal so viel Energie, wie wir auf der ganzen Welt verbrauchen. Über Photovoltaikanlagen können wir die Sonnenstrahlen auffangen und in Energie umwandeln. Aha, das ist jetzt eine Photovoltaikanlage auf einem ganz normalen Wohnhaus. Sehr richtig. An einem sonnigen Tag, so wie heute, deckt die den Strombedarf meiner ganzen Familie. Okay, und wie macht jetzt die das aus Sonne Strom? Komm mit, das zeige ich dir. Die Grundlage einer Photovoltaikanlage sind Photovoltaikmodule. Die sind über ein Montagesystem bei uns am Dach befestigt. Jedes Photovoltaikmodul hat einzelne Solarzellen. Wenn das Sonnenlicht auf diese Solarzellen trifft, werden die Elektronen angeregt, sich zu bewegen. Über ein Kabel laufen diese dann in unser Haus. Und Elektronenfluss bedeutet auch immer Stromfluss. Mit diesem Strom heizen wir, kochen wir oder machen einfach Licht. Das klingt grundsätzlich sehr gut. Aber ich kann mir vorstellen, mittags, wenn die Sonne am stärksten scheint, seid ihr vielleicht gar nicht alle da. Und wenn abends, wenn es dunkel ist, wollt ihr vielleicht noch kochen. Dafür haben wir einen Speicher im Keller. Komm, ich zeig ihn dir. Schorsch? Ja. Da, schau. Wenn die Photovoltaikanlage mehr Strom erzeugt, als wir verbrauchen, wird der Strom hier gespeichert. Und wenn die Sonne nicht scheint, verbrauchen wir den Strom aus unserem Speicher. Mhm. Ha, und was ist denn das da Witziges? Tja, Solar kann auch Spaß machen. Kannst du gerne mitnehmen. Ach, danke. Ja, nett. Apropos Spaß, ich habe oben dein Auto, dein tolles Auto gesehen, fährt das auch mit Solarstrom? Ja, natürlich. Die Energiewende hört ja nicht an der Steckdose auf. Wir brauchen auch für den Verkehr klimafreundliche Lösungen. Und dieses Auto fährt bereits heute CO2-frei. Die meisten Photovoltaikanlagen in Deutschland befinden sich auf den Dächern von Wohnhäusern. Es gibt aber auch Anlagen an Balkonen oder auf Gartenlauben. Größere Anlagen, sogenannte Freiflächenanlagen oder Solarparks, stehen auf Wiesen, neben Autobahnen oder auch auf alten Flughäfen. Sie bestehen aus vielen tausend Modulen und werden häufig von Energieversorgungsunternehmen betrieben. Grundsätzlich kann man Photovoltaikanlagen überall dort aufstellen, wo die Sonne scheint. Die Kosten für eine Photovoltaikanlage sinken stetig. Heutzutage bezahlt man für ein Photovoltaikmodul 90% weniger als noch 2006. Den Strombedarf einer vierköpfigen Familie kann die Photovoltaikanlage auf einem Einfamilienhaus decken. Und man kann mit dem Solarstrom natürlich auch Elektroauto fahren. Komplett CO2-neutral. Das ist schon echt toll, was wir aus der Sonne Energie gewinnen können. Wahnsinn. Ja, Schorsch, das klingt jetzt zunächst mal alles ganz super. Aber was machst du nachts? Oder was machst du an trüben, grauen Novembertagen? Mein Windrad hier, das dreht sich auch im Dunkeln. Ha,
Wahnsinn, wie riesig die sind, diese modernen Windräder. Wie hoch ist denn das hier? Hier haben wir bis zur Gondel 140 Meter. Das ist der rechteckige Kasten da oben. Aha. Der kann sich um 360 Grad drehen und wird automatisch dem Wind nachgeführt. Ha, gigantisch. Ich frage mich, wenn man jemals das Ganze da hochbekommen hat. Ja, der Transport stellt eine sehr große Herausforderung dar. Auch der Transport von den Flügeln, die sind 55 Meter lang, muss sehr gut geplant sein. Aber wenn so ein Windrad mal steht, produziert es über Jahrzehnte Strom zum Nulltarif, weil der Wind kostet ja nichts. Dieses Windrad hier produziert ca. 6,6 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr. Das deckt den Verbrauch von ca. 2000 Haushalten. Und das hier im Binnenland, wo man sagt, da geht der Wind eigentlich gar nicht immer so richtig. In 140 Metern Höhe ist es eigentlich immer windig. Und wir haben hier in Nabenhöhe eine durchschnittliche Windgeschwindigkeit von ca. 6 Metern pro Sekunde. Des Weiteren sind die Rotorblätter beweglich. Je nach Windstärke drehen sie sich weniger steil in den Wind. Ja, und wie funktioniert jetzt das genau, dass aus dem Wind dann der Strom wird? Das passiert oben über den Generator. Ein bisschen mulmig ist man schon. Also langsam fahren wir. Ja, das dauert jetzt ungefähr 8 Minuten oder so. Oh mein Gott. Boah, ist das eine geile Aussicht hier oben. Das ist ja Wahnsinn. Schau mal da hinten, da sieht man die Autobahn und da, was ist ja, das? Ja, Schosch, aber du wolltest doch den Generator anschauen. Ach ja, stimmt. Aber warte hier, schauen wir, ob Wind weht. Okay. Ja, hast recht gehabt, hier oben ist immer gleichmäßiger Wind. Die rotierten Rotorblätter sind mit einer Welle mit dem Getriebe verbunden. Das Getriebe erhöht die Umdrehungszahl der Rotorwelle von 15 Umdrehungen pro Minute auf 1500 Umdrehungen pro Minute. Das Getriebe und der Generator sind mit der schnellen Welle verbunden. Und der Generator funktioniert im Prinzip wie ein Fahrraddynamo. Aus Rotation entsteht Strom. Anfang der 1980er Jahre ging in Deutschland der erste Windpark ans Netz. Heute stehen über 30.000 Windräder in ganz Deutschland und erzeugen Strom für mehr als 30 Millionen Haushalte. Die meisten gibt es an Land. Über 1.000 stehen aber auch im Meer, sogenannte Offshore-Windkraftanlagen. Vor der Errichtung eines Windrades muss ein umfangreiches Gutachten erstellt werden, um sicherzugehen, dass weder Menschen noch Tiere durch die Windräder beeinträchtigt werden. In Schutzgebieten dürfen Windräder gar nicht gebaut werden. Ein einziges modernes Windrad kann genug Strom für 3.500 Haushalte erzeugen. Das Windrad, das hat mich ja jetzt ganz hervorragend überzeugt. So, so, ihr Experten. Klingt ja alles schön und gut, was ihr da vorstellt. Aber was sagst du dazu? Samstagabend, Champions League-Finale, alle sitzen vorm Fernseher und brauchen Strom. Und draußen ist es dunkel und windstill. Das ist die Lösung. Biogas. In dieser Biogasanlage wird aus Biomüll und Gülle zuerst Biogas und dann elektrischer Strom hergestellt. Keiner da. Ah! Servus! Was machst denn du da gerade? Ja, ich füttere unsere Biogasanlage. Was füttern? Was frisst denn so eine Biogasanlage eigentlich? Pass auf, ich erkläre dir das. Ich füttere eigentlich gar nicht unsere Biogasanlage, sondern wir haben da Millionen von Mikroorganismen drin, die dort leben. Und die füttere ich. Und diese Organismen, ja, die mögen alles, was biologischen Ursprungs ist. Gras, Mist, Gülle, ja, Speisereste, Bioabfall, Apfeltrester. Okay, ja, das habe ich jetzt begriffen.
Und wo genau leben jetzt diese Mikroorganismen und wie kommen die überhaupt an ihr Futter? Ich habe gerade eine Schaufel Maissilage in den Futterdosierer getan und über diese Schnecke wird das Futter in den Fermenter transportiert. Das ist das runde Ding mit der Haube oben. Aha. Da leben diese Mikroorganismen. Aha. In Dunkelheit, ohne Sauerstoff, bei 42 Grad, da fühlen die sich wohl. Und diese Mikroorganismen, die fressen die organische Masse. Und dabei produzieren sie Gas, Biogas. Das steigt auf und sammelt sich in diesen Hauben. Biogas besteht zu einem Großteil aus brennbarem Methan. Und dieses Gas wird in einem Blockheizkraftwerk verbrannt und über den Generator in Strom umgewandelt. Dabei entsteht auch Wärme. Den Strom, den speisen wir ins Stromnetz ein. Und mit der Wärme, da heizen wir unser Wohnhaus und eine Trocknungsanlage für Getreide, für Stroh, für Heu und für Holz. Also zur Stromerzeugung auch noch klimafreundliche Wärme. Wie praktisch. Und was die fleißigen Bakterien übrig lassen, ist wertvoller Dünger. Den bringen wir wieder auf den Feldern aus und der ermöglicht es, dass neue Energiepflanzen wachsen. In Biogasanlagen wird verschiedenstes organisches Material wie Getreide, Speiseabfälle oder Gülle durch Mikroorganismen zersetzt. Dabei entsteht Biogas. Bei der anschließenden Stromerzeugung durch Verbrennung im Blockheizkraftwerk entsteht immer auch Wärme. Diese Wärme wird beispielsweise in Wohnhäusern, Turnhallen oder Schwimmbädern genutzt. Der große Vorteil von Biogas ist seine Speicherfähigkeit. Um diese zu nutzen, installiert man einen doppelt so großen Generator, wie die Anlage eigentlich benötigen würde, um aus dem anfallenden Gas Strom zu erzeugen. Dadurch kann die Anlage je nach aktuellem Bedarf entweder mit doppelter Kraft aus dem gespeicherten Gas ganz schnell ganz viel Strom generieren oder auch mal über mehrere Stunden das Gas speichern und gar keinen Strom ins Netz einspeisen. An sonnigen, windigen Tagen, wenn die anderen erneuerbaren Energien genug Strom produzieren. Okay, da haben wir doch die Lösung. Biogas. Naja, Biogas ist zwar speicherbar, aber dafür brauchst du auch echt viel Fläche und es ist ziemlich aufwendig. Warum bauen wir nicht einfach Kraftwerke und unsere Flüsse und nutzen deren Fließenergie? Schau her. Durch die Bewegung des Wassers drehen sich die Räder und dabei entsteht Energie. Hier rauscht es aber ordentlich. Das ist wohl wahr. 3000 Liter pro Sekunde rauschen hier runter. 3000 Liter, das sind ja 20 Badewannen. Und das jede Sekunde. Da steckt mächtig Energie drin. Aha. Und wie funktioniert dann das genau, wenn man aus Wasserkraft Strom erzeugen möchte? Komm. So, an dieser Stelle hier stauen wir das Wasser auf und leiten es dann über den Triebwerkskanal vor zur Turbine. Die Turbine ist quasi ein waagerechtes Schaufelrad, wie man es von alten Wassermühlen her kennt, nur dass es eben im Wasser liegt. Das Wasser treibt die Turbine an. Über die Drehbewegung von der Welle wird mechanische Energie über das Getriebe in elektrische Energie umgewandelt. Und ganz entscheidend dabei ist die Fallhöhe. Fallhöhe? Die Fallhöhe beträgt hier ungefähr 4 Meter. Es gibt aber auch Kraftwerke in den Bergen, da gibt es weit mehr als 100 Meter Fallhöhe. Da wird natürlich wesentlich mehr Strom erzeugt. Ach so. Und wie viel Strom erzeugt ihr hier da? Circa 80.000 Kilowattstunden im Jahr. Damit versorgen wir gut 25 Haushalte.
das seit über 100 Jahren und das mit immer der gleichen Technik. Ja, das nenne ich mal Wertarbeit. Mhm. Und was sagen eigentlich die Fische dann zu deinem Wasserkraftwerk? Die Fische? Denen ist es egal. Komm. Okay. Hier, da haben wir ein Rechen. Da können die großen Fische gar nicht durchschwimmen. Und die kleinen Fische, die kommen heil durch die Turbine. Und da hinten, da haben wir eine Fischzeppe gebaut. Da können die Fische, wenn sie wollen, wieder stromaufwärts schwimmen. Aha, so schaut also eine Fischtreppe aus. Die Nutzung der Wasserkraft als Energiequelle begann vermutlich schon vor 5000 Jahren in China. In Europa wurde sie anfangs vor allem für Getreidemühlen eingesetzt. Das Prinzip ist das gleiche wie heute. Früher hat das Wasser den Mühlstein in Bewegung gesetzt, heute den Generator. Im 19. Jahrhundert wurde erstmals Strom aus Wasserkraft erzeugt. Viele Anlagen in Deutschland sind über 100 Jahre alt. Länder wie Norwegen können ihren gesamten Energiebedarf mit Wasserkraft decken. Wasser liefert das ganze Jahr über zuverlässig Strom. Darüber hinaus leisten die Anlagen einen wichtigen Beitrag zur Wasserregulierung bei Hochwasser und zur Reinigung der Flüsse. So, dann ist also jetzt Wasserkraft die Lösung. Genau. Aha. Naja, klingt ja schon mal alles ganz cool. Aber was machen wir, wenn es in Zukunft immer trockener wird und die Flusspegel sinken? Da hilft nur eins. Energie aus der Erde. Die Lösung heißt also Geothermie. Mhm. Wir holen die Hitze der Erde nach oben und machen daraus Energie. Hier unter der Erde soll also Energie sein, aus der man Strom machen kann. Ja, genau so ist das. Wir holen hier aus 3700 Meter Tiefe 127 Grad heißes Wasser an die Erdoberfläche, führen es über die Wärmetauscher, erzeugen damit Strom und Wärme und bringen das abgekühlte Wasser wieder zurück in die Erde. 3700 Meter? Ja, wie kommt man denn eigentlich so tief? Über Bohrgestänge wird Bohrflüssigkeit mit hohem Druck an den Meißel gepresst. Der Meißel zerkleinert im Untergrund das Gestein. Das Bohrklein wird an die Erdoberfläche geschwemmt. Und so kann man bis in große Tiefen bohren. Das sind die Wärmetauscher. Das sind die Wärmetauscher. Und die kann man auch anfassen. Hui! Ja, wenn ihr hier ständig heißes Wasser nach oben und kaltes wieder zurückpumpt, wird es dann über kurz oder lang nicht zu kalt unter der Erde? Nein, das ist überhaupt nicht der Fall. Der Erdkern enthält so viel Energie, dass das abgekühlte Wasser immer wieder erhitzt wird. Und wir werden diesen Standort hier noch viele Generationen weiter betreiben. Das klingt ja überzeugend. Kann man dieses heiße Wasser überall in Deutschland nutzen? Es gibt Gebiete in Norddeutschland, es gibt den Oberrheingraben und es gibt große Bereiche in Bayern, und es werden weitere Gebiete in Deutschland untersucht. Aha. Für diese Untersuchungen werden Vibrotrucks oder Rüttelfahrzeuge eingesetzt. Diese senden leichte Schwingungen ins Erdreich. Die Schwingungen werden von den Seismophonen aufgezeichnet. Diese Daten ermöglichen uns Untergrundmodelle, um sagen zu können, an dieser Stelle finden wir das heiße Wasser. 99% des Erdvolumens sind heißer als 1000 Grad. Pro 100 Meter Tiefe wird es 3 bis 5 Grad wärmer. In den Hohlräumen im Erdinneren befindet sich über 100 Grad heißes Wasser. Durch Bohrungen kann man das eingeschlossene Wasser nach oben pumpen. Hier wird es mit Hilfe eines Wärmetauschers in Strom und Wärme umgewandelt. Dabei kühlt das heiße Wasser ab. Durch eine sogenannte Reinjektionsbohrung
wird das abgekühlte Wasser anschließend wieder nach unten gepumpt. Im Erdinneren erhitzt es sich erneut und der Prozess beginnt von vorne. Die mit 12.262 Metern tiefste Bohrung weltweit befindet sich auf der russischen Halbinsel Kola. In Deutschland ist man mit 9.101 Meter aber auch schon sehr tief. Einmal in Betrieb genommen, können Geothermiekraftwerke über viele Generationen hinweg betrieben werden. Dann liefert also jetzt das Erdinnere die Energie, die wir brauchen. Da mag ja viel Energie unter der Erde sein, aber es ist doch ganz schön aufwendig, die nach oben zu holen. Also ehrlich gesagt, mich haben ja alle eure Kraftwerke überzeugt. Jedes einzelne hat irgendwo seine Vor- und Nachteile. Und das mit der Stromversorgung, das ist ja sowieso wahnsinnig kompliziert. Weil ja der Bedarf ständig schwankt. In der Nacht, wenn alle schlafen, da brauchen wir wenig Strom. Aber in der Früh, da geht's dann los. Alle Lichter an, Kaffeemaschinen, Radios und so weiter. Mittags muss dann gekocht werden. Und abends, da laufen die Fernseher, die Waschmaschinen. Und der Strom, der soll immer genau dann da sein, wenn wir ihn brauchen. In der Regel scheint ja schon immer irgendwo in Deutschland die Sonne oder der Wind weht. Und wenn nicht, dann haben wir ja verlässlich unser Biogas oder die Wasserkraft oder die Geothermie. Also ihr Schlauberger, was sagt's? Gemeinsam seid ihr stark, nicht gegeneinander. Und auf die Art und Weise schaffen wir es auch, unser Weltklima nachhaltig zu retten, damit solche Katastrophenbilder ein für alle Mal der Vergangenheit angehören. Sauber! Sauber! So, Ruhe bitte! Alle gehen auf ihre Plätze. Gut. Ja, also vielen Dank, Frau Lehrerin. Das war jetzt sehr interessant für mich. Ich habe heute bei euch sehr viel dazugelernt. Das ist schön, Schorsch. Dann kannst du jetzt gleich unseren kleinen Test mitschreiben. Da hinten ist ein Platz für dich. Letzte Warnung.